Tempo für dich. Gut, ich krieg einen Nicken. Ich krieg einen Nicken, das ist schon mal sehr schön. Ja, die Flöten, diese Pianissimi, bin ich mir sicher, dass die auch im Kaisersaal mehr sein können. Ne? Dieses Orchester entstand eigentlich durch die Idee von Joachim Tschiedl und mir zusammen, weil wir gerne miteinander arbeiten. Und wir haben die Imenio von Händel zusammengespielt. Und da hatten wir Studenten von mir zusammen, haben ein Orchester zusammen gemacht. Und es hat einfach Spaß gemacht, miteinander zu arbeiten. Und es war sehr fruchtbar. Und wir haben gedacht, das wäre eigentlich schön, wenn man sowas weitertragen könnte. Und die Studenten haben in München hier nicht wirklich genug Möglichkeiten, in solche Orchester zu spielen. Also deswegen wollten wir auch eine Plattform bilden, dass sie dann auch hier die Chance kriegen könnten, sowas zu machen. Und dann kam dieser Imenio mit Mary Utiker und Studierenden ihrer Klasse und unserer Opernklasse. Das war ein großartiger Erfolg. Auch fürs Orchester. Mein damaliger Chef Klaus Zehlein hat gesagt, dieses Orchester ist so gut, das wollen wir wieder haben. Und das hat mich auch ein bisschen beflügelt, dann die Idee, die ich schon länger hatte, für eine Akademie im alten Musikbereich, die dann aufzugreifen. Und Mary Utiker hatte ja auch die Idee, dass ihre Studierenden mehr Auftrittsmöglichkeiten bekommen, die auch dann mit einem gewissen Honorar verbunden sind. Nicht zu viel Kunst, mach die alle gleich. Dir. Okay, dann 32. Wir bemühen uns nicht nur historisch zu sein, sondern auch lebendig. Einfach, dass die Musik wieder lebendig wird durch unsere Art zu spielen. Wir spielen natürlich auf historisch umgebaute Instrumente, also mit Darmsaiten statt Stahlsaiten. Das hat einen ganz anderen Klang, einen ganz anderen Reiz. Die Blasinstrumente sind natürlich auch die historischen Instrumente. Hat so von vornherein einen völlig anderen Klang. Statt Ventilhörner haben wir Naturhörner dabei. Es ist ein ganz anderer Klang. Wir lernen auch anders zu artikulieren, damit die Musik mehr spricht, damit es nicht so ein Brei nachher ist, sondern eine artikulierte, also differenzierte Klang gibt. Also, und auch mehr Sprache, also bei dem Spielen. Also nicht nur für die Sänger, sondern für die Spieler, also für die Streicher. Wir versuchen wirklich zu sprechen mit unserer Spielart. Und das kommt von der historischen Aufführungspraxis. Und das ist, was die alte Musik eigentlich beinhaltet. Diese Mischung aus Studierenden, Absolventen der Münchner Abteilung für historische Aufführungspraxis und auch Profi, Gastprofis auch, die dann vielleicht so eine Art musikalische Patenschaft übernehmen für einen jüngeren Kollegen, der noch studiert und ihm auch vielleicht Tipps gibt. Das finde ich natürlich toll. Oder wir haben jetzt in diesem Projekt Günter Holzhausen, den Professor für Violone an der Hochschule, der kann mir sehr, sehr viel helfen und mich unterstützen in der Continuo- und Bassgruppe, da Tipps und Tricks für Artikulation und vieles andere zu geben, sein großes Wissen auch da weiterzugeben. Und ich denke, das bringt die jungen Leute wahnsinnig schnell weiter. Wir heißen zwar Academia di Monaco, also da steht einmal Akademie drin, einmal München drin, was aber nicht heißt, dass wir auch mal mit einer anderen Hochschule in Deutschland kooperieren, wie Frankfurt oder Köln oder Essen. Wenn man zum Beispiel Klarinetten braucht, die es dann in München nicht gibt, also klassische Klarinetten von 1780, da gibt es dann keine Klasse hier in München, da wird man dann vielleicht Studierende von woanders finden. Thank you.
dieses Orchester, haben meine Recherchen ergeben, ist in seiner Art eigentlich einmalig in Deutschland, diese Mischung. Es gibt zwar viele Profiorchester, die Akademien haben, wo dann junge, sehr gute Nachwuchsmusiker quasi als Praktikanten da schon mitspielen können, aber im Altmusikbereich gibt es das eigentlich noch nicht. Und erste Telefonate und Akquise für weitere Konzerte zeigt mir, dass Fachleute in dem Bereich erkennen, dass ich da, oder dass wir da eine Nische entdeckt haben.